Herzlich willkommen zu einer anderen Folge auf der Karte in Thüringen. Wir haben jetzt Herbst, später Herbst. Wir ernten ein paar Bäume, wir werden ein paar fällen. Das kleine Wald, was ich mir da gekauft habe, machen wir mal nieder. Und dann schauen wir weiter, was wir noch machen können. Neue Version ist noch nicht da. Ungeduldig, aber wir müssen eh Geduld haben, warten. Leider ist mir eine Folge missglückt. Ich habe vergessen, geht auf, mal einen Button zu drücken. Kurze Zusammenfassung, ich habe da Bäume gefällt. Also, und ich habe nur den Rest verkauft gehabt vom Lager. Das Lager ist eigentlich fast leer, es sind nur noch Reste drin. Um die 5000 bis 6000, deswegen fahren wir jetzt nicht los. Es kommt nicht darauf an, ob wir da so viel, ob wir Holz immer noch verkaufen, ist klar. Aber dem anderen, dass deswegen jetzt losgedüsen. Ist ein auch Blödsinn. Ich versuche mal jetzt noch bis zum Frühjahr hier durchzuhalten. In der Hoffnung, dass die neue Version kommt. Denn wechseln macht am besten im Frühjahr. Nicht mittendrin, denn wenn wir jetzt Sommer haben und die haben die Felder voller Früchte, Gras oder aktuell Raps, dann wäre das äußerst ungünstig finanzieller Art, weil wir ja die ganze Arbeit reinstecken und dann noch nichts rausbekommen. Deswegen hoffe ich, dass die Karte ja bald kommt. Spätestens eine Woche, wenn ich wieder die Aufnahmen starte. Ich denke mal, hier kriegt nur drei Teile gut über die Runden. Vielleicht auch noch das nächste Mal, das kann auch sein. Weil die Wintertage sind ja ziemlich lange dunkel, da werden wir dann schnell vorspulen, um da nichts Spultäten reinzukommen. Wegen Schlafen gehen und so, das machen wir mal nicht. Schnell und dunkel, aber wir haben noch gutes Licht. Von daher ist es nicht ganz so tragisch. Einfach blöd wäre, wenn wir nicht verkaufen, das im Dunkeln. Nicht blöd fährt, aber gut. Wollen wir sehen. Wenn wir neu starten, werden wir wieder von hoch 3 anfangen. Hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Hoch gehört. Und die Fahrzeuge werde ich dann alles vorher herrichten. Und dann wieder alles so herstellen, wie es jetzt ist. Mit dem Geld. Auch mit den Schulden. Das ist praktisch fast hundertprozentig mit dem, was wir starten, wir jetzt auch haben. Also das, denn wir haben schon reichlich Fahrzeuge und verdient. Und das, die werden wir auch wiederholen. Ansonsten zukaufen könnten wir noch. Weil im Frühjahr müssen wir die Felder hier bestellen. Ist ja leider so, ne? Im Laufe der Zeit. Wie sieht Musik jetzt aus? Mal einen Titel leise, aber gut. Seasons Titel. Na gut, merken.
rausnehmen. Das wären schöne Bäume, die werden schönes Geld bringen. Das wird das mal schön. Da können wir theoretisch, ja, Tiere anschauen, ne? Oder brauchen wir erst Futter? Heu, Gras, zum Beispiel Silage. Gut, Mischfutter und so, das kann man ja sich entsprechend herrichten. Also da, man kann sich alles kaufen, ne? Heu, Stroh. Morgens ist Futter fertig, also das sollte kein Problem sein. Das geht auch nicht schnell. Fabrik aufgestellt. Alle Zutaten rein. Und dann geht das schon, ne? Also das sollte kein Problem sein. Dann haben wir auch Mist, wenn wir Strom machen. Oder Gülle, wenn wir jetzt. Und bei der BGH haben wir eine entsprechende Gärflüssigkeit. Auch die Gelder die für den Wald, die Landflächen werden wir verkaufen. Damit wissen wir, da entsprechend investiert haben. Und das Land kaufen wir entsprechend wieder. In etwa die gleichen Felder. Denken wir schon. Auch Wald. Den Wald da am links am Hof. Werden wir auch kaufen wieder. Nachdem alles bestellt ist, können wir dann entsprechend noch gleich ein paar Bäume fällen und ganz schnell einpflanzen neue, damit gleich im ersten Jahr das erste Mal einen Schwung gibt, ne? Mal sehen, was für Produktion das geben wird. Was er wollte ein paar raufbringen. Und so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Weil ich mir Saatgut herstellen kann. Obwohl das geht ja von vornherein. Da gibt es ja schon ein Fabrik-Skript. Saatgut, das ist eigentlich kein Problem. Einzige, was nicht geht, hier ist. Pflanzenschutz, das kann ich hier nicht herstellen. Mit der von FatMods-Version. Andere wüsste ich jetzt nicht. Der Tabak habe ich nicht hier, ne? Das ist ja noch nicht machbar. Und Trauben kann es auch nicht. Gut, dann muss ich ein paar Zigaretten kaufen, ne? Ist es dunkel, 6:45 im Spiel, Wahnsinn. Kriegen wir früher Winter, wie wir denken. Aber Schnee hat ja keiner angesagt.
Wäre auch schlecht, man macht sich doof im Wald. Vor allem für einen LKW. Da müssen wir einen Traktor rein. Wo Schneeketten habe ich jetzt keine. Für den Traktor. Das wär's, ne? So, dann muss ich so einen Lader, jetzt geht's ja. Das ist weniger eintönig. Wenn ich mal schweige. Heute ist Freitag, bin froh drüber. Endlich Wochenende. Liege etwas vom Plan zurück. Aber ich sag mal so, ich habe ja immer noch ein bisschen Luft. Also ganz so schlimm ist es auch nicht. Die Leistung reicht. Passt so weit. Auf es ruckt nicht. Wir ein bisschen höher gehen in der Geschwindigkeit auf 15 gehen. Na, hier 1. Die Nacht wird schneller rumkriegen. Ja, ein bisschen hoch. Macht sich schlechter, wenn man LKW fahren. Obwohl das wieder schaubar darüber nimmt es ja auch nicht. Ja, die Bäume, die man selber pflanzt, sind ein bisschen größer, ne? Da sieht man ein bisschen mehr, aber wiederum, bis wir die Bäume haben, das dauert ja lange, bis er gewachsen ist. Bin ja gespannt. Bei der Marsch soll es ja bald die Vierfach gehen. Und da habe ich jetzt auch späten Herbst. Das heißt, 3 Tage in-game. Müssen wir die Runden kriegen. Wieder so lange braucht zum Bäume fällen. Seine Erde sehe ich schwarz. Dass nicht alles reif wird. Geht ja so mit mir. Aber ich habe einen Hinweis gegeben. Weil hier ist nämlich alles reif geworden. Obwohl ich am Tag 2 habe ich hier ausgesät. Und am Tag 3 habe ich hier Sonnenblumen gemacht. Und das wurde alles reif. Naja, aber wird's ja wissen. Holz, Holz, Holz. Gut, das machen wir nicht so häufig. Gut. Später, wenn wir Quartiere haben, dann haben wir noch andere Arbeiten. Aber aktuell haben wir nicht so viel. So hoch, da ist noch ein Baum. Müsste man so einen mobilen Wagen haben mit Licht. Na gut, man kann auch Dings hinstellen, nicht platzieren. Gut, das ist normalerweise ein bisschen unrealistisch, wenn man irgendwo einen Pfahl hinsetzt und der hat Licht, Strom gleich. Und überlegst, am Hof ist es normal, dass man Strom hat. Sollte machbar sein, unterirdisch was zu verlegen. Aber hier weit aus dem Acker ist meistens nichts da, ne?
Aber wiederum musst du die Kühe mit Wasserbehälter versorgen. Das ist auch ein Witz. Die Stelle hat schon unter DDR-Zeiten Wasser am Fluss gehabt. Da ist keiner mit Wasserbehälter hingefahren. Also Wasser am Fluss, das ist Standard, kann man sagen. Dann gehst du hin, drehst den Hahn auf, beziehungsweise die Kühe aktivieren die Tränke durch Deckel wegschieben. Also die sind schon so intelligent, die können das. Das lernen die ganz schnell. Dass man nur auf den Wiesen immer die Kühe auf die Weide hat, dass man Wasser zufahren muss, das ist eher möglich, eher wahrscheinlich. Aber im Stall normalerweise nicht. Auf dem Feld. Deswegen ist es ganz gut, dass es jetzt mit Season auch klappt, dass man Tiere im Wasser versorgen kann. Obwohl ich nicht genau weiß, ob das nun mit Season zusammenhängt oder mit dem Wassermotor, weiß ich nicht genau. Müsste ich mal testen, irgendwie mal nebenbei. Da ist noch einer im Schatten. Oder ist das ein Laubbaum? Ja. Den haben wir gesehen. Bisschen ruckelt das jetzt im Spiel. Aber nicht gut, dass ich auch nicht drauf gerade ist nicht so ausgewiesen. Das ist er auch nicht. Ja. So. Mein Licht geht ja erstaunlicherweise nicht. Das ist ja ganz komisch. Hof geht's nicht. Am Hof geht das Licht nicht. Ja gut, wenn ein paar Bäume fehlen sollten, dann werde ich mal entsprechend später. Das ist so ein Nachbargrundstück schon. So. Wir mal gucken. Unser LKW. Der müsste am Hof sein. So, jetzt sind wir am Hof. Bei der BGH und hier. Hier ist komisch. Was verrückt. Gestern ging ich noch nicht. Aber gut. Jetzt können wir ein bisschen schneller machen lassen. Immer auf 30 hoch. Da ist der Traktor. Wo habe ich den LKW gelassen? Da, ist er. Der hat leider hinten kein Licht, das ist ein bisschen ungünstig. Dann gehen wir hoch auf 60. Scheiße, wir nicht an hier im Dunkeln. Wir haben mal nichts vor zu ernten. Den Kurs kann ich löschen. Den brauchen wir jetzt nicht. So, haben wir Holz. Ladegerät da. Jetzt geht's zurück zum Wald. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
fleißig muss man wieder. Tschüss und den Gewinkel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.